Ein Jahr vor dem 10-jährigen Jubiläum begeistert das Herlager zu Schellenberg junge und alte Mittelalter-Fans. Dieses Mal ein bisschen kompakter als sonst. Und im Moment, wo er dann eine Öffnung sieht, wo jetzt kein Gegner steht, kann er vielleicht noch einmal fliehen. Danke. Langsam mag er wieder schnaufen. Ja, das Problem ist, wir haben da kommunikativ ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Der Pächter vom Grundstück hat nicht gewusst, dass wir da oben sind und hat dann kurz vor der Veranstaltung noch die Wiese gegüllnet. Ist ein bisschen dumm gelaufen, darum haben wir dann alles ein bisschen familiärer zusammenpacken müssen. Es ist jetzt alles ein bisschen enger, aber wegen dem nicht schlechter. Es ist einfach schöner, weil alle wirklich zusammen sind. Sonst ist man so ein bisschen getrennt, der untere Bereich, da oben. Und es vermischt sich nicht so schön, aber jetzt, ist, weil alle auf einem Fleck sind, ist echt schön. Auf der Burg sind jetzt auf dem oberen Bereich zwei Wikingergruppen, einmal Ungandier und Gullin Borsti. Wir haben auf der Mittelebene die Bogenbauer von Holz und Feder plus einen Wappenmaler, der Heraldik macht. Hinten im Wald haben wir noch kleine Wiki-Gruppen und Hufeisen werfen für Kinder. Wir haben gestern schon schwierig zu abschätzen, weil es sind immer wieder Besucher da, es kommen wieder neue. Es schaut meistens nicht nach viel aus, aber über den ganzen Tag verteilt. Ja, schwierig. Ich würde jetzt etwa sagen 800 Besucher gestern. Und jetzt heute sind wir mal gespannt. Aber ich denke, so wie es jetzt momentan ausschaut, kann heute auch noch mal einigen. Gut, zwei Punkte. Super. Machst du gut. Ja, der gilt noch. Wow. Super du, wow. Ja, es hat so jeder seine eigene Lieblingszeit. Viele können natürlich auf den Mittag fein gegessen von unseren Ritterspieß oder Krutschspätzle. Andere können lieber erst gegen den Abend, also jetzt gestern Abend, wenn es dann ein bisschen abkühlt, wenn so warme Temperaturen sind, tagsüber sind viele halt noch sonst irgendwo unterwegs im Garten, im Freibad oder... Und heute haben wir jetzt halt nur noch bis um 6 Uhr offen, aber es läuft den ganzen Tag Programm in der Burg drin mit Schwertkampf, Forsglade. Essen haben wir vom Morgen bis zum Schluss, also... Ja, gibt wirklich beste Zeit. Mittlerweile hat es sich relativ gut eingelebt. Am Anfang war es mal, bis man mal alles einen Ablauf drin hat und so weiter. Herausforderungen sind dann natürlich wieder so Situationen, die völlig unerwartet kommen, wo man dann innerhalb von einem Tag komplett umdisponieren muss und einfach wieder schauen muss, wie regeln wir jetzt das oder was kann man machen. Und ja. Und schwierig ist natürlich immer, weil es halt eine Open-Air-Veranstaltung ist. Macht das Wetter mit oder nicht? Jetzt haben wir natürlich traumhaftes Wetter. Am Freitag war es ein bisschen kritisch, gewitterig oder nicht. Ist dann trotzdem alles trocken geblieben. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen. Jetzt geht's los, ich fange nochmal an. So, und du musst dann anfangen. Direkt wo ich dran bin, müssen schon da. Könnte ich aufhören zu zaubern, könnte ich noch zugucken, aber Moment. Du darfst nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich legen, sonst guckt ja keiner mehr zu mir. Du bist einfach zu... Nächstes Mal nehme ich eine hässliche. Also die meisten schlafen natürlich im Zelt. Viele denken dann so mit Wolle und Fell ist doch brutal bei dieser Wärme. Ist aber gar nicht so, weil Wolle relativ oder eigentlich gut reguliert, auch bei warmen Temperaturen, nicht nur bei Kälte. Andere machen es dann aber trotzdem so und schlafen direkt auf der Wiese im Freien oder in der Hängematte. Mittelalterliche Tipps gegen die Hitze sind ganz einfach. Viel Schatten suchen, wenig bewegen. Ja, und zwischendurch natürlich wieder mal ein feines Kaltgetränk.